Liebe Geschwister, ich möchte vier Begriffe aus dem Koran thematisieren, die unsere Einstellung zum Vermögen, zum Geld, zum Besitz prägen sollen und gegebenenfalls ändern müssen. Allah Ta'ala sagt, liebe Geschwister, im Koran: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Und wenn das Gebet beendet ist, und damit ist das Freitagsgebet an dieser Stelle gemeint, dann breitet euch im Land aus und sucht nach der Gunst Allahs. فَضْلُ اللَّهِ. Die Gunst Allahs. Und gedenkt Allahs häufig, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Mit der Gunst Allahs, mit der Huld Allahs, liebe Geschwister, Al-Fadl, Fadlullah, ist hier auch das Vermögen gemeint. Damit ist das Vermögen gemeint. Geht arbeiten und sucht nach der Gunst von Allah, dass ihr Vermögen erwerbt. Al-Fadl, liebe Geschwister, in der arabischen Sprache hat mehrere Bedeutungen. Zum einen im Sinne vom Überschuss, weil eine Gnade von Allah Ta'ala ist ein Überschuss aus seinem Reich, liebe Geschwister. Das gibt wieder, ja, dass Allah Ta'ala Rani, unbedürftig und reich ist. Wenn er etwas gibt, hat er dadurch keinen Verlust. Das ist eine Bedeutung, die auch im Alltag in der arabischen Sprache ihre Verwendung findet. Und andere Bedeutungen, liebe Geschwister: Gnade, Freundlichkeit, Wohltat, Gunst, Vorrang, Vorzug. Und der Besitz, liebe Geschwister, wurde mit all diesen Bedeutungen in diesem Wort wiedergegeben. Subhanallah. In diesem positiven Sinne. Diese Verbindung ist eine positive Verbindung. Weiter sagt Allah Ta'ala im Koran, und dies war in der 62. Sure, der 11. Vers: Kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khayran il wasiyyatu lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Vorgeschrieben ist euch, wenn sich einer von euch dem Tod naht, sofern er gut hinterlässt. In taraka khayran. Ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und der nächsten Verwandten in rechtlicher Weise zu treffen. Als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Also ein Testament zu hinterlassen. Dieser Vers, liebe Geschwister, ist übrigens einer der wenigen, ja, die abrogiert worden sind. Durch die Verse in der 4. Sure, ich meine ab dem 10. Vers, ist das Erbrecht detailliert dargelegt worden. Somit ist diese Aya zwar noch im Koran rezitiert, ja, aber deren rechtlichen Bestimmungen, liebe Geschwister, ist aufgehoben. Aber was geblieben ist, liebe Geschwister, ist die Bedeutung, die Allah Ta'ala uns hinterlässt, vom Vermögen, vom Besitz. Wenn er Khayran hinterlässt, wenn er Gutes hinterlässt. Allah Ta'ala hätte ein neutrales Wort verwenden können, Mal, ja, beispielsweise, also das Vermögen, aber anstelle des Wortes Mal beispielsweise verwendete Allah Ta'ala das Wort Khair. Das Gute, das positive Verwendung findet, liebe Geschwister, im Koran und auch in der Sunna von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wir haben Al-Fadl, ja, in Bezug auf den Besitz verwendet gesehen und Al-Khair ebenfalls an zweiter Stelle. Allah Ta'ala sagt, und dieser Vers war in der 2. Sure, der 180. Vers. Und nun auch in der 2. Sure, der 115. Vers. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Sie fragen dich, was sie ausgeben sollen. Sagt, was immer ihr an Gutem ausgebt,
soll den Eltern, den nächsten Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges zukommen. Und was immer ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Ja, das war eine Wiederholung von der Bedeutung. Hier verwendet Allah Ta'ala in diesem Vers zweimal das Wort Khair. Ja, einmal in Bezug auf das, was auszugeben ist, also vom Besitz, und zum anderen in der allgemeinen Bedeutung, ja, das, was immer man auch an Gutem tun mag. So wird deutlich, ja, diese Übertragung des Positiven vom Wort Khair auf den Besitz, liebe Geschwister. Jetzt kommen wir zum dritten Wort. Allah Ta'ala sagt im Koran in der 15. Sure, im 20. Vers, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Und wir haben für euch auf ihr, auf der Erde, Möglichkeiten für den Lebensunterhalt geschaffen. So wird das hier übersetzt von Bubenheim, Elias. Und auch für diejenigen, die ihr nicht versorgt. Und das Wort, was hier Verwendung gefunden hat, war Ma'ayish. Ma'ayish, liebe Geschwister. Also Lebensunterhalt in diesem Kontext. Aber welche Bedeutungen hat dieses Wort? Ja? Wenn wir zur Wurzel zurückkehren, Asha Ya'ishu, wird damit das Leben wiedergegeben. Aber auch das Erleben, etwas glücklich verbringen, ja, Zeit glücklich verbringen, etwas genießen. Und Allah Ta'ala verbindet, ja, dieses neutrale Wort Lebensunterhalt mit diesen Bedeutungen. Also nicht nur, dass man lebt, ja, dass die Geräte zeigen, dieser Körper hat Herzschlag und, keine Ahnung, Blutkreislauf, sondern auch im Sinne von Genuss, Erleben, Genießen, glücklich verbringen. Das heißt, Lebensunterhalt als Gnade von Allah, Lebensunterhalt als etwas Gutes, Lebensunterhalt als etwas, was mit Genuss in Verbindung gebracht wird. Ja? Und das vierte Wort, in der vierten Sure, relativ am Anfang im fünften Vers, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Und gebt nicht den Toren, den Ahnungslosen, diejenigen, die keine Verantwortung tragen können, euren Lebensunterhalt, euren Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat. Hier kommt das Wort Amwal vor. Ja? Gebt also nicht euer Mal, euer Amwal, also euer Vermögen, euren Besitz, denjenigen, die keine Verantwortung tragen können, den Toren, den Ahnungslosen, weil der Besitz ist von Allah Ta'ala was? Zu was gestaltet worden? Den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat, wird hier wiedergegeben. Aber Allah Ta'ala verwendete hier das Wort Qiyama. Qama yaqumu, vom Stehen. Ja, aqama yuqimu, etwas etablieren, etwas realisieren. Ja, auch im Sinne von, oder wir erinnern uns an den Vers, an die Verse, die dazu aufrufen, beispielsweise das Gebet zu etablieren, zu verrichten, umzusetzen. Ja. Ja? Und das Besondere beim Wort Qiyam ist auch noch, dass Allah Ta'ala sich selbst benannte mit einem seiner wundervollen Namen, abgeleitet von der Wurzel Qiyam. Allahu la ilaha illa huwa al-hay al-qayyum. Das heißt, die Grundlage des Lebens, ja, des irdischen Lebens, ist nun mal auch Besitz, liebe Geschwister. Und sorgt für Beständigkeit, sorgt für eine Grundlage. Und so wird Amwal im Koran, Al-Mal, das Vermögen, auch bezeichnet. Das heißt, wir haben Al-Fadl, wir haben Al-Khayr, wir haben Ma'ayish und wir haben an vierter Stelle Qiyam. Und das soll uns formen, weil ich sehe, dass wir Menschen in zwei Extreme verfallen können. Zum einen geben wir dem Besitz, der Karriere, dem Beruf, dem Geldverdienen keine oder eine zu geringe Bedeutung. Wir sagen, ach, ist doch nur Geld,
Ist doch nur das weltliche Leben. Ja? Und zum anderen, wenn wir Geld haben, ja, dass wir es verschwenden. Aber man geht nicht mit Gutem verschwenderisch um. Oder mit den Gnaden Allah Ta'alas. Oder mit den Grundlagen der Lebensetablierung. Mit den Grundlagen, ja, oder mit den Mitteln zum Glücklichwerden, zum Genießen. Und der Shaitan, er kommt zu den Menschen gemäß ihrer jeweiligen Situation. Das heißt, wenn ihr jetzt 12, 13, 14 seid, ja, um euch in 20 Jahren Probleme zu machen, flüstert er euch ein, dass Schule unwichtig ist. Dass Schule etwas Schlechtes ist. Ja? Aber subhanallah, die Schule ist der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Gerade in Deutschland, ja, wo Berufe daran geknüpft sind, dass man formelle Qualifikationen in der Schule erlangt hat, sich angeeignet hat. Gut, und diejenigen, die wie gesagt Vermögen haben, ja, sie werden an anderen Stellen im Koran an ihre Verantwortung auch erinnert. Und so ein Appell, ja, liebe 12, 13, 14-Jährigen, nehmt das mit. Allah Ta'ala fordert von uns, dass wir ein sicheres Leben haben, hier in diesem Leben. Dass wir einen Beruf haben, dass wir fleißig sind, dass wir Geld verdienen. Ja? Weil mit diesem Geld, mit diesem Vermögen, vermag man dann Gutes zu tun. Und die obere Hand ist besser als die untere Hand. Die gebende Hand ist besser als die nehmende Hand. Und wir sollen in diese Position kommen, die obere Hand zu sein, liebe Geschwister. Diese Rechnung gebe ich gerne immer wieder weiter. Ja? Wer ab dem 16. Lebensjahr damit anfängt, ja, für 400, 450 Euro zu arbeiten, und der nimmt nur ein Drittel, nur 150 davon, um es zu sparen, beispielsweise für seine Brautgabe, für die Ersteinrichtung der gemeinsamen Wohnung, wenn man geheiratet hat, ja, noch für die Hochzeitsreise. Und sagen wir mal, er möchte an seinem 20. Geburtstag schon in das Eheleben eintreten. Dann hat er schon für diesen Tag 7.200 Euro gespart. Ja. Und wenn er dann 24 geworden ist, ja, und noch nicht geheiratet hat, dann hätte er 14.000 Euro und 400. Ja. Und da, obwohl er nur, wie gesagt, wenig gearbeitet hat, ist ein 450 Euro Job, und davon selbst nur ein Drittel zurückgelegt hat. Das heißt, mit 300 Euro hat er anderes Gutes getan. Ja, sich ein bisschen um sich selbst gekümmert, hier und dort gespendet und Verantwortung getragen. Ja, aber auch, wie gesagt, das Leben etwas genießen können. Hier jemanden zum Essen einladen, dort sich was Feines kaufen. Ja. Und mit diesen Gedanken, liebe Geschwister, beschäftigt euch, gerade wenn ihr jung seid. Gerade wenn ihr jung seid. Weil das sind die Gedanken, die Allah Ta'ala dann auch segnen wird und die er dann zum Erfolg führen wird. Aber ohne diese Gedanken, liebe Geschwister, wie soll dieser Antrieb dieser Erfolg realisiert werden? Wenn wir selbst nicht diesen Hunger haben, wenn wir selbst nicht diesen Biss haben. Und die Schwierigkeit ist, ja, andere haben diesen Biss. Andere haben diesen Hunger. Andere, die geben diese extra Stunden in ihrer Karriere, für ihre Schule und zahlen den Nachhilfelehrer, ja, und ja, pushen sich einfach mehr. Und das soll uns einfach nur anspornen, liebe Geschwister, denn Allah Ta'ala beschreibt uns als beste Umma, die für die Menschen entstanden ist. Und die trägt eine besondere Verantwortung, und diese Verantwortung kann nicht getragen werden, außer, ja, man erwirbt die Qualifikationen dafür. Und nun, liebe Geschwister, möchte ich mich und euch an Werte erinnern, die Allah Ta'ala allgemein in den Herzen der Muslime installiert sehen möchte, aber auch speziell im Umgang mit dem Vermögen. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass keiner sich am Tage des Gerichts wegbewegen wird, außer wenn er die beiden Fragen beantwortet hat, wie er seinen Lebensunterhalt verdient hat und wie er diesen ausgegeben hat. Wie man sein Vermögen sich erworben hat und was man auch damit gemacht hat. Gerechtigkeit. Allah Ta'ala sagt im Koran,
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. O ihr Gläubigen, seid auf der Hut bei der Wahrnehmung der Gerechtigkeit und seid Zeugen für Allah, auch dann, wenn es gegen euch selbst geht oder gegen eure Eltern oder eure Verwandte. Gerecht sein, selbst wenn es gegen einen selbst geht oder die eigenen Eltern oder Verwandte. Subhanallah. Ob der eine reich oder arm ist, so ist Allah beiden näher. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعَدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعَمَلُونَ خَبِيرًا. Darum folgt nicht euren persönlichen Neigungen. Das ist der Weg, wie man Gerechtigkeit wahrnehmen und umsetzen kann. Dass man nicht seinen persönlichen Neigungen folgt, auf das ihr gerecht handeln könnt. Und wenn ihr aber die Wahrheit verdreht oder euch von der Wahrheit abwendet, so ist Allah eures Tuns kundig. Allah Ta'ala sagt speziell in Bezug auf den Handel im Koran, und dies war in der 4. Sure, den Vers, den ich vorgetragen habe, der jetzige ist in der 83. Sure. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Wehe denjenigen, die das Maß kürzen. Und wenn sie sich abwiegen lassen von den Menschen, fordern sie voll und ganz ein. Wir haben für ein Kilo bezahlt, wir wollen auch ein Kilo haben. Aber wenn sie den Menschen abwägen, wenn es darum geht, dass sie, ja, gemäß dem Bezahlten das korrekte Maß geben, dann verkürzen sie. Dann geben sie weniger. Glauben Sie denn nicht, dass Sie auferweckt werden zu einem gewaltigen Tag, am Tag, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden? Gerechtigkeit. Wir müssen uns Sorgen machen, wie können wir diese Gerechtigkeit in der Schule, im Studium, beim 400-Euro-Job, ja, beim Halbtagsjob, beim Vollzeitjob, bei unseren ehrenamtlichen Aktivitäten, bei unserem Miteinander, wie können wir die Gerechtigkeit umsetzen? Aber subhanallah, das ist nur das erste Level, liebe Geschwister. Gerechtigkeit ist erstmal nur das erste Level. Danach kommt ein für den Menschen noch schwierigeres Level als dies, nämlich Barmherzigkeit. Und Allah Ta'ala verlangt von uns Barmherzigkeit. Und was bedeutet Barmherzigkeit? Auf sein Recht zu verzichten. Gerechtigkeit bedeutet 1:1, ja? Die beiden Waagschalen sind auf demselben Level. Das ist Gerechtigkeit. Aber Barmherzigkeit bedeutet, du verzichtest auf einen Teil deines Rechts. Aus Gnade heraus, nicht aus Schwäche. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nicht entsandt, außer als Barmherzigkeit für alle Weltenbewohner. Für alle Weltenbewohner. Das heißt für Dinge wie Ameisen, für Bienen, für Tiere, für Pflanzen, für alle Weltenbewohner, subhanallah. Nicht nur für die Dschinn und für die Menschen. Die Wesen, die Verantwortung tragen. Die Wesen, die in diesem Sinne auch geehrt worden sind von Allah. Und der Mensch hat nochmal eine Stufe über dem Jinn bekommen, sondern für alle Weltenbewohner, liebe Geschwister. Und in Bezug auf den Handel, in Bezug auf das Vermögen, speziell sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, möge Allah Ta'ala demjenigen barmherzig sein,
der barmherzig ist, wenn er kauft oder verkauft. Ja? Warum dieses Beispiel am Handel, liebe Geschwister? Weil es leicht ist, sich in der Moschee zu treffen, Koran zu lesen, zu beten, ja? Und man zeigt sich von seiner guten Seite, ja? Man lädt jemanden hier und dort ein. Aber der Handel, beim Handel, wenn es ums Geschäft geht, da zeigt sich dann der Charakter eines Menschen. Und sagt auch Omar, Allah möge mit ihm zufrieden sein, als er jemanden hörte, der sagte, ach, ich kenne die Person. Sagt, ah, du kennst die Person? Hast du mit ihr schon Handel betrieben, dass du sagen kannst, dass du sie kennst? Die Person sagte, nein. Und er sagte, dann sag lieber, du warst mit der Person in der Moschee, ja, und hast sie beim sich verbeugen und sich niederwerfen gesehen. Sag nicht, dass du sie kennst. Weil in diesem Moment kommt der Charakter raus. Was ich auch beobachtet habe, liebe Geschwister, beispielsweise auf dem Fußballplatz, da kommt auch der Charakter raus. Hier, Assalamu alaikum, wa alaikum salam und Achi hier und Achi dort. Aber dann, reingegrätscht ohne Ende. Ja? Ball im Aus, Wallahi hier, Wallahi nein und ja, Subhanallah. Und auch selbst wenn man im Rahmen der Regeln spielt, ja, sagen wir, man hat den Ball bei der Grätsche getroffen, aber der Bruder hat sich ein Bänderes geholt. Ja, Achi, Ball gespielt. Ja? Aber da zeigt sich der Charakter. Es gibt Situationen, die sind dazu da, um den Charakter zu bilden, ja, und auch um den Charakter einer Person zu sehen. Das heißt, wenn ein Bruder deine Schwester heiraten möchte, ja, miet den Rasenplatz im Winter und geh mit ihm, ja, zum Indoor-Fußball. Dort wirst du seinen Charakter sehen. Dort wirst du sehen, wie er mit deiner Schwester umgehen wird, ja. Ob barmherzig, ob er den Ball abgibt, ja, ob er ein Ego-Shooter ist. Das heißt, Barmherzigkeit sollen wir auch nicht nur Gerechtigkeit in den Handel, nicht nur Gerechtigkeit in den Handel, sondern auch Barmherzigkeit. Und Allah Ta'ala verspricht über die Zunge des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denjenigen Barmherzigkeit, die, wenn sie kaufen und verkaufen und wenn sie ihr Recht einfordern, wie der Prophet auch sagte sallallahu alaihi wasallam, und dabei barmherzig sind, denen verspricht Allah Ta'ala auch seine Barmherzigkeit. Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das sind alles authentische Hadithe, wie ihr es gewohnt seid, ansonsten mache ich das kenntlich, falls ein Hadith im Zweifel steht, dass Allah Ta'ala den Handel Segen, dem Handel Segen schenken wird, wenn beide alles offengelegt haben. Man hat offengelegt, ah, guck mal, ich verkaufe dir dieses oder jenes, aber es hat noch eine Schwachstelle. Oder da am Motor gibt es noch irgendwie Probleme. Manchmal springt das Auto nicht richtig an. Oder hier ist das Gewand, aber dort sieht man, dass nicht richtig genäht wurde. Einfach alles berichten, alles auf den Tisch legen. Das heißt, der Händler beschreibt seine Ware mit den Mängeln. Und dann wird Allah Ta'ala, wie er über die Zunge des Propheten gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, diesem Handel einen Segen schenken. Wenn wir auf die heutige Zeit schauen, liebe Geschwister, total, ja, wo sind diese Worte? Und unser Herz ist schwach teilweise und sagt, ja, aber alle machen das so. So ist das Geschäft. Die Leute müssen von selber schon Bescheid wissen. Ja? Jeder schaut auf sein eigenes Interesse. Aber liebe Geschwister, da fängt Islam an. Da, wo andere aufhören müssen, weil sie nicht an Offenbarung glauben, dort fangen wir ja an. Und subhanallah, wenn man die Geschichte des Islam, ja, in beispielsweise Indonesien, in Malaysia studiert, dann sind es diese Grundwerte, die die Herzen von Abermillionen Menschen gewonnen haben. Das waren die muslimischen Händler, die mit den dortigen Menschen Handel betrieben haben, aber ganz anders, als es gewohnt war. Transparent. Leute sahen etwas und waren erstaunt und wollten einen Preis dafür zahlen. Und sie sagten, nein, 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 so viel ist das doch nicht wert. Dann was? Der hat mich nicht abgezockt. Oder wollten etwas kaufen und sagt, aber Vorsicht, was du nicht gesehen hast, ist diese und jene Schwachstelle, dieser und jener Mangel. Dann, oh, warum? Und dann
einigte man sich auf einen Preis und dann, ach komm, hier hast du nochmal 10% Rabatt. Ja? Und dann, okay, ich brauche aber in 2 Monaten, brauche ich 10 davon, das 10-fache davon. Und dann war die Ware in 2 Monaten auch da, und zwar genau die Ware, ja, die angeordert wurde. Und das hat, wenn man jetzt schaut, welches ist das bevölkerungsreichste muslimische Land auf Erden? Gehen wir nach Indonesien. 191 Millionen Muslime in Indonesien. Und alles aufbauend auf diesen Werten. Menschen, die Allah Ta'ala, ja, natürlich gab es dort auch Gelehrte, natürlich gab es auch die Leute, die sich mit der Reinigung der Seele beschäftigt haben, die als Sufis bekannt sind, ob man den Namen, den Begriff verwenden möchte oder nicht, ja. Aber die Realität dessen, die Menschen, die ihre Seelen gereinigt haben und dafür Sorge tragen wollten, dass auch andere ihre Seele reinigen, natürlich waren die vor Ort aktiv. Aber auf welcher Grundlage haben ihre Worte Gehör gefunden bei den Menschen? Auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage der Erfahrung der Menschen mit den muslimischen Händlern. Weil schöne Worte, liebe Geschwister, sind billig, ja, copy-pastebar. Googlebar, kein Problem. Das kriegen wir von allen Menschen auf der Erde, schöne Worte. Aber wo sehen wir Realität? Wo sehen wir, ja, Fairness, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit? Und das haben Muslime, liebe Geschwister, aufbauend auf diesen Koranversen, aufbauend auf den Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ihrem Alltag gehabt. Alltag. Und das war es, was, wie gesagt, den Lauf der Geschichte änderte. Für hunderte von Millionen Menschen, ja, nicht nur in Indonesien und Malaysia, ja, und nicht nur in dieser Zeit, wie viele Menschen sind seitdem verstorben, ja, seitdem vor 1000 Jahren der Islam in dieser Gegend angefangen hat, Einzug zu halten und die Herzen zu gewinnen. Ihr seht die Ausstellung in unserer Moschee, die Ausstellung zum Thema fairen Handel. Fairer Handel. Und wir sagen, fairer Handel und Islam gehen Hand in Hand. Fairer Handel und Islam gehen Hand in Hand, weil da geht es auch um Gerechtigkeit. Wenn wir irgendwo ein Produkt bekommen, was total billig ist, obwohl so viele Menschen daran gearbeitet haben, obwohl es von so weit herkommt, und wir sehen, dass dasselbe Produkt 2 Euro teurer ist, aber es ist fair gehandelt, dann wissen wir, dass diese 2 Euro mehr eigentlich der gerechte Preis sind. Weil nur durch diese 2 Euro mehr sind die Menschen, die dies produzieren, abgesichert, dass ihre Kinder zur Schule gehen können, dass sie zum Arzt gehen können, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und Nahrung zu sich nehmen können, subhanallah. Und wir haben durch unsere Zusammenarbeit mit dem Weltladen und auch den Kirchen wundervolle Menschen auch kennengelernt. Viel Begegnungen auch gehabt. Positive Berichterstattung auch in den Medien. Es gab auch eine Broschüre, die wir rausgebracht haben, nachdem diese Zusammenarbeit zwischen dem Weltladen und unserer Moscheegemeinde einen Sonderpreis erhalten hat, für den die Stadt Frankfurt 1.000 Euro bekommen hat. Ja? Und in der Broschüre, wird eingeleitet vom Bürgermeister, der sagt, umso mehr freue ich mich, dass beim Wettbewerb zur Hauptstadt des fairen Handels 2015 die Kooperation zwischen Moscheegemeinde IIS und dem Weltladen Bornheim in Frankfurt mit einem Sonderpreis ausgezeichnet wurde. Diese Kooperation spiegelt die besten Seiten der Stadt Frankfurt am Main wider. Das Zusammenleben und Arbeiten unterschiedlichster Nationalitäten und Religionen mit dem Ziel, mehr Solidarität in der Welt zu schaffen und die Lebensbedingungen in den Anbauländern nachhaltig zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre mit viel Anregungen für die eigene Arbeit. Und Professor Dr. Joachim Valentin, der Direktor am Haus am Dom, Katholische Kirche, sagte, Christen und Muslime eint mehr, als sie trennt. Unter anderem verbindet sie der Einsatz für eine gerechtere Welt. Das gemeinsame Engagement im fairen Handel macht konkret sichtbar, dass wir an einem Strang ziehen, um Ausbeutung und Benachteiligung zu beenden. Das Frankfurter Beispiel sollte Schule machen und Kreise ziehen. Ja, diese Broschüre gibt es übrigens bei uns im Laden. Könnt ihr euren Nachbarn, euren Kollegen eine mitgeben. Wir haben sie auch im Netz, das heißt, als PDF-Form könnt ihr das auch weiterleiten. Zum Punkt, dass das Wort Taten braucht, um Gehör zu finden. Allah Ta'ala sagt in der 35. Sure, der 10. Vers,
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Zu ihm steigt das gute Wort hinauf. Ja, die Bittgebete, die Gott gedenken. Und die rechtschaffenen Taten erheben diese Worte. Erhöhen noch einmal diese Worte. Ja? Das heißt, so wie unser Bittgebet unsere guten Taten braucht, damit es auch erhöht und erhört wird, liebe Geschwister, in einem ähnlichen Sinne brauchen Menschen auch Taten. Menschen, die sich nach diesen Worten richten, um diesen gesprochenen Worten einen Wert zu geben. Und ich danke Allah jedes Mal, wenn es mir einfach so passiert, dass ich irgendwo was zahle. Zuletzt ist mir das am 1.1. passiert. Ja. Habe ich was eingekauft und ich habe einen Franken zu viel bekommen. Ja. Ich habe einen Franken zu viel bekommen. Ich sagte, sie haben mir einen Franken zu viel gegeben. Und dann sagte ich mir, Subhanallah, war nicht geplant. Wie kann ich so etwas planen? Aber in dem Moment sieht die Person, guck, die beiden Muslime, die haben den Franken nicht eingesteckt. Und so wie es aussah, war das unbewusst. Aber wer weiß, vielleicht gibt es einige Menschen, die dann auch so testen. Versteht ihr? Dass man dann dazu kommt, die Religion, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit, dass man sie für einen Franken verkauft hat. Für 80 Cent. Und es geht nicht um die 80 Cent. Für einen Cent vielleicht verkauft hat. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wie gesagt, liebe Geschwister, wir leben in einer Welt, die systematisch ausbeutet. Kinderarbeit oder Erwachsene, die ohne jegliche Rechte arbeiten und ausgebeutet werden und 16, 17 Stunden am Tag arbeiten, von ihren Vorgesetzten geschlagen werden und, und. Und diese Produkte landen dann bei uns, landen dann bei Kick und Primark und alles Billigware, die, wenn wir sie kaufen, die Ausbeutung, die damit verbunden ist, mit unterstützen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass keiner von uns wirklich gläubig ist, bis er sich nicht das für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. Und Imam an-Nawawi hat diesen Hadith auch auf die Mitmenschlichkeit bezogen und hat gesagt, dass dies auch Anwendung findet auf nichtmuslimische Mitmenschen. Dass man auch an sie zu denken hat. Ja? Dass man auch für sie das wünschen sollte, was man für sich selbst wünscht. Natürlich zuallererst die Rechtleitung und Barmherzigkeit von Allah Ta'ala. Das heißt, und viele von denen, die ausgebeutet sind, unabhängig davon jetzt, von dieser Lektion, sind auch leider Muslime. Subhanallah. Ja? Das heißt, wenn wir fairen Handel unterstützen oder vielleicht sogar initiieren, weil hier, liebe Geschwister, und überall jetzt in den Moscheen, Subhanallah, ich sehe Potenzial. Hier ist die Jugend. Ihr seid stark, ihr seid gesund, ihr seid schön, ihr habt Energie. Ihr lernt, ihr studiert, ihr arbeitet. Ihr wollt die Welt verändern, sonst wärt ihr doch jetzt nicht hier. Vieles anderes, was ihr jetzt auch machen könntet. Einige stressen sich und müssen wieder zurück zur Arbeit, zurück zur Uni, sonst irgendwo hin. Ja? Andere sagen, Mittagessen esse ich dann erst später. Ihr alle habt ein Potenzial. Und wir alle, also die meisten oder viele von uns haben auch einen Bezug noch zu einem muslimischen Land. Kehrt zurück und lasst die Leute dort etwas produzieren, aber sie sollen ihren gerechten Lohn bekommen. Ihr importiert das dann, ja, vertreibt das dann und unterstützt gleichzeitig Menschen, die ihr dann später nicht mehr mit euren Spenden unterstützen müsst. Warum? Weil ihr ihnen den gerechten Preis für die von ihnen produzierten Waren bezahlt habt. Und dann brauchen sie auch unsere und eure Spenden nicht mehr. Das ist das, was wir bewegen können. Wir haben übrigens auch Produkte bei uns im Infoladen von Abdul Hai Fadl, Dr. Abdul Hai Fadl, ja,
Muster Marokkaner, mashallah, ja, der dort Arganöl verkauft und auch alles gemäß diesen Prinzipien, ja, Gerechtigkeit und Transparenz und Barmherzigkeit und, ja, faire Löhne, mashallah. Ist übrigens ein Nebenprojekt von ihm. Hat eigentlich an der Universität einen Lehrauftrag, ja, gehabt. Und seine Schwester ist auch promovierte, ich glaube, Chemikerin oder, ja. Die haben das so nebenbei gemacht, um einfach nur Gutes zu tun. Die brauchen das nicht für ihren Lebensunterhalt. Und der Handel, subhanallah, der im Koran und in der Sunna mit der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit verbunden wurde, wurde auch vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit sozialer Verantwortung verbunden. Denn er sagte, ja, o ihr Händler, in euren Geschäften mischt sich der Scheitan ein. Deswegen verbindet eure Geschäftsabschlüsse mit dem Spenden. Das heißt, dass man immer an die Bedürftigen auch denkt. Okay, wir haben jetzt gerade ein Geschäft gemacht, ja, los geht's, jeder von uns spendet. Das ist ein Befehl, ja, dass wenn man bei einem Geschäftsabschluss, wenn man einen Geschäftsabschluss tätigt, dass man dann auch zu spenden hat. Und ein Vers im Koran, subhanallah, das ist ein gewichtiges Wort. Er verbindet den Handel mit gegenseitiger Zufriedenstellung. Allah Ta'ala sagt im Koran, Ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. O ihr Gläubigen, zehrt nicht euren Besitz untereinander in nichtiger Weise auf. Kein Lug, Betrug und übers Ohr hauen und stehlen, ja? Sondern betreibt Handel in gegenseitiger Zufriedenstellung. Hier steht gegenseitigem Einvernehmen. Ja, aber beim Wort At-Taradi ist Rida, die Wurzel. Und das ist die Zufriedenheit. Das heißt, man soll sich gegenseitig, das sollte das Ziel bei einem Handel sein. Nicht nur, dass einer sagt, ja, ich bin jetzt irgendwie gezwungen. Nein, alle sollen zufrieden sein. Diese Art von Handel, liebe Geschwister, wird im Koran beschrieben. In der 4. Sure, der 29. Vers beinhaltet diese Aufforderung. Und das ist ein Ideal, liebe Geschwister. Wobei ich mir sicher bin, dass wir in Zukunft in der Welt mehr Verantwortung tragen werden, ja, um solche bis jetzt Sonderprojekte später zum Standard, ja, erheben zu können. Allahumma amin. Und ich sehe das auch im Rahmen, ja, eines Wettbewerbs, der stattfindet und stattzufinden hat. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Jeder hat eine Zielrichtung, zu der er sich hinwendet. Ja, hier sind die verschiedenen Religionen auch angesprochen. So wetteifert in den guten Dingen. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Wir sind in einem Wettbewerb, liebe Geschwister. Ob wir es sehen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht. Und entweder wir gewinnen, entweder die Menschen sehen, ah, guck, subhanallah, die Muslime sind anders. Sogar beim Handel, da wo sich der Charakter zeigt, sind sie anders, gerade dort. Weil dieser Wettbewerb läuft und wir mögen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir den Islam und die Muslime nach vorne bringen. Ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus. Wir bitten dich mit all deinen Namen. O Allah, bitte befreie unser Herz von Ungerechtigkeit und Härte und Unbarmherzigkeit und vom Egoismus und lasse uns gerecht und wahrhaftig und fair und barmherzig und aufopfernd sein, O Allah. Allahumma amin. Und bitte lass uns unser Gebet lieben, O Allah, und Sehnsucht danach haben und 5-mal in der richtigen Zeit am Tag verrichten, O Allah. O Allah, bitte schweiße unsere Herzen zusammen und füge unsere Hände zu einer Hand zusammen, O Allah. Und bitte befreie die Unterdrückten und Gefangenen und Bekriegten und Gefolterten von ihren Lasten, O Allah, und schenke ihnen Erleichterung und einen Ausweg. Schenke uns Selbstbestimmung, O Allah, auf dass wir dir allein dienen dürfen. O Allah, bitte helf all denjenigen, die Mittel gegeben bekommen und Gaben gegeben bekommen, diese einzusetzen und nicht zu verschwenden und nicht
untätig zu sein, oh Allah. Und gib uns das Gute, worum es auch sein mag. Und all das, was der Prophet Muhammad von dir erbeten hat, schenke es uns. Und all das, wovor er auch bei dir um Zuflucht gebeten hat, bitte schenke uns Zuflucht und Schutz davor. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.